Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Ich möchte mit etwas Allgemeinem beginnen. Ich habe heute Morgen ein paar Artikel gelesen zum Thema, heute ist der internationale Tag der Demokratie. Und ich bin tatsächlich ein bisschen erschrocken, wir sind hier in einer Haushaltsdebatte. Und Sie betonen immer wieder, der Haushalt ist das Königsrecht des Landtags. Hier werden die wichtigen Dinge entschieden, ich persönlich. Und wir sind alle nur Menschen. Und ich kann das verstehen, wenn jemand Hunger hat und er essen geht. Ich kann das verstehen, wenn jemand Termine hat. Aber ich persönlich finde diesen Wettstreit zwischen bei dem eigenen Redner kommt man, bei anderen Rednern geht man raus. Ich kann das alles verstehen, aber ich finde es wirklich kläglich, wenn hier von einer großen Fraktion beim Redner der anderen großen Fraktion drei, vielleicht fünf Leute sitzen und dem Ganzen zuhören. Ich glaube eigentlich, der Haushalt hätte Besseres verdient. Mich persönlich greift das an. Ich finde das sehr, sehr, sehr traurig. Und ich finde auch traurig, wenn dann darüber gestritten wird, wer am schnellsten rausgeht und wer am schnellsten sich den Redner der anderen nicht anhört. Aber sei es drum. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, und zwar der Frau Ministerpräsidentin. Sie waren bei der WDR-Sendung Ich stelle mich am 7. August 2016. Und zuerst ein Lob. Ich fand, Sie sind sehr menschlich rübergekommen. Ich fand das sehr positiv. Das möchte ich Ihnen sagen. Ich glaube, dass es wichtig ist, den Menschen draußen auch zu zeigen, dass auch wir Politiker nur Menschen sind und dass wir Stärken und Schwächen haben. Und dafür möchte ich einfach mein Lob nochmal aussprechen. Aber das wird das letzte Lob vor der Autobahn sein. Sie haben auf die Frage von Frau Maischberger, wie können Sie sagen, Sie sind froh, dass die Grenzen zu sind einerseits und andererseits ist es schrecklich, dass so viele im Mittelmeer ertrinken, geantwortet, ja, das passt nicht übereinander, aber es geht in meinem Kopf nicht immer alles eins zu eins übereinander, das sage ich ganz offen. Sie reden immer von Kekits, Kekits, Kekits. Kein Kind zurücklassen. Und Sie sagen, und Sie haben auch in der Sendung nochmal gesagt, die positiven Auswirkungen, die werden sich erst später zeigen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Jetzt hören wir vorgestern, die Kinderarmut steigt und steigt und steigt. In einigen Städten lebt jedes dritte Kind in Armut. Und da können wir nicht nur auf den Bund gucken, Herr Kollege Mossofizadi, sondern wir müssen eben auch auf Kekits gucken, wir müssen gucken, was diese Landesregierung tut. Und da muss ich sagen, kein Kind zurücklassen und steigende Kinderarmut, das geht in meinem Kopf nicht übereinander. Sie reden immer von Industrie 4.0 und zeitgleich stützt die SPD zusammen mit den Grünen, hier den Stahlstandort Nordrhein-Westfalen. Das geht in meinem Kopf nicht übereinander. Sie wollen eine progressive Sozialpolitik machen, aber gleichzeitig hält der Finanzminister immer krampfhaft an der Schuldenbremse fest. Und selbst bei der SPD ist bei dem Thema gerade hier die Zustimmung eher verhalten ausgefallen. Ich glaube, bei den Kolleginnen und Kollegen und auch bei mir geht das im Kopf nicht übereinander. Sie verweigern hier den Informatikunterricht an allen Schulen. Und Sie verweigern, schnellstmöglich alle Schulen ans Glasfasernetz anzubinden. Und gleichzeitig sagen Sie, Sie wollen Digitalland Nummer 1 sein. Das geht in meinem Kopf nicht übereinander, oder? Oder wenn Sie sagen, Sie wollen die Energiewende schaffen, aber gleichzeitig legen Sie hier keinen Plan vor, wie wir schnellstmöglich aus der Braunkohle aussteigen. Frau Kraft, Herr Remmel, das geht in meinem Kopf nicht übereinander. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das, was so in meinem Kopf nicht übereinander geht. Ich möchte das auch gerne noch ausführen. Natürlich können Sie fragen, wie kommen Sie denn jetzt zu der Kritik? Wir machen doch hier, wir machen doch da. Und die Frau Ministerpräsidentin wirft uns immer vor, und gerade wurde auch schon darüber geredet, wir würden das Land schlecht reden. Wir würden das Land schlecht reden und dabei kritisieren wir hier nur Politik, und zwar Ihre Politik, die Politik dieser Regierung. Wir kritisieren, dass Sie den Kontakt zu den Leuten verloren haben, für die Sie eigentlich Politik machen wollen. Denn unser Land ist toll, aber die Regierung, die kritisieren wir. Ich bin letztens durch meine Heimatstadt Essen gefahren. Essen wurde vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Das ist sehr nett, dann kann ich jetzt darauf nochmal zurückkommen.
Und ich finde, man kann nur ganz, ganz selten die Problematik Nordrhein-Westfalens so gut exemplarisch abarbeiten wie an meiner Heimatstadt. Ich bin in Essen geboren, meine Eltern wohnen da und ich habe einen sehr guten Vergleich zu dem, was in Essen vor 10 Jahren war, was vor 20 Jahren war und auch was sich so in den letzten Jahren da getan hat. Beispiel: Arbeit mit Geflüchteten. In Essen geht ein SPD-Stadtrat auf die Barrikaden und ruft zu einer Demonstration auf gegen ein Heim, gegen eine Unterbringung für Geflüchtete nach dem Motto: Genug ist genug, der Norden ist voll. Ein anderer SPD-Stadtrat, mittlerweile zu Recht meiner Meinung nach ausgeschlossen aus der Fraktion, vermietet gleichzeitig für teures Geld Unterbringungen an die Stadt und sahnt richtig ab. Die ehemalige parlamentarische Geschäftsführerin der SPD hier im Landtag tritt währenddessen als Vorsitzende in Essen zurück. Der Justizminister kann leider auch nicht helfen, der sucht noch 1000 Schuss Munition aus der JVA in Wuppertal. Wenn das Ihre Art der Führung ist, Frau Kraft, das geht in meinem Kopf nicht übereinander. Nehmen wir das Beispiel Schule. Ich bin nicht zufällig an meiner alten Schule vorbeigefahren. Das Bild wird gleich auf Twitter sein, können Sie sich ansehen, wie das da aussieht. Da, wo ich Abi gemacht habe, und ja, manche Abgeordnete machen wirklich Abi und sagen das nicht nur einfach so. Ich war schockiert, als ich den Zustand dieser Schule gesehen habe, in welchem Zustand sich das befindet. Das sieht aus wie zu der Zeit, als ich 1997 da von der Schule abgegangen bin. Und ich würde ja jetzt gerne über dieses Schulinvestitionsprogramm reden, das Sie auflegen wollen, aufgelegt haben. Leider würde ich dann einen Ordnungsruf kriegen, weil ich so gar nicht über den Haushalt rede. Denn, Frau Kraft, am letzten Freitag antworten Sie auf die Frage eines Journalisten, wo denn jetzt das Geld sei. Ja, im Haushalt 2017 ist zu dem Programm nichts. Wir fangen erst 2018 an und der Gesetzentwurf liegt ja auch noch nicht vor. Ja, mit der Tilgung an, richtig? Richtig. Das Programm läuft jetzt und Sie fangen nicht in diesem Jahr, sondern erst nach der Wahl mit der Tilgung an. Ich halte das für einen schwierigen Verstoß gegen die Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. Und ich frage mich, und da habe ich einfach Probleme, das übereinander zu kriegen, ist denn nicht die Schuldenbremse und der in NRW aufgelegte Stärkungspakt für die Kommunen, und zwar gerade im Ruhrgebiet, nicht einer der größten politischen Fehler des letzten Jahrzehnts? Ich glaube, eine klarere Frage als dieses Schulinvestitionsprogramm kann man auf die Frage nach diesem Fehler nicht geben. Und gucken wir mal im Detail, wozu das gebraucht wird. Ja, ich würde Ihnen jetzt gerne Analyse bieten, aber leider liegt ja nicht vor, wofür das Geld dann überhaupt da ist. Es wird ein Schulinvestitionsprogramm aufgelegt und es gibt auch ein Leitbild, Bildung 4.0, aber das ist anscheinend noch irgendwo in der Cloud, denn vorliegen tut es nicht. Und wenn wir hier als Opposition den Haushaltsentwurf analysieren sollen, dann bräuchte man eigentlich diese Daten. Und gerade im Bereich Schule fällt es besonders schwer. Wie steht denn jetzt die Landesregierung zu G9? Gestern haben wir noch so eine schwammige Aussage gehabt, heute Morgen das Radiointerview, Frau Löhrmann. Jetzt brauchen wir doch die Flexibilität für die Schüler. Wie steht die Landesregierung zu G9? Das hätten wir ja gerne diskutiert übrigens im Rahmen von der Aktuellen Stunde. Leider ist die ja abgelehnt worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot-Grün, das Problem ist, Sie verweigern hier die ernsthafte Debatte. Ich habe das Gefühl, Sie retten sich hier über die Zeit. Und so titelt Zeit Online am 18. August: Was macht die Autoritären so stark? Unsere Arroganz. Gemeint war damit nicht die Landesregierung Nordrhein-Westfalen explizit oder irgendein Einzelner von uns. Aber wer sich bei so wichtigen Themen wie dem Verfall der Schule, wie G8, G9, wie diesen Stadtteilen, ich komme gleich noch dazu, in Essen, die man nur noch als abgehängt bezeichnen kann, wer sich da einer ernsthaften Auseinandersetzung verschließt, der macht sich angreifbar und der stärkt die Autoritären, denn das nehmen die Populisten dankbar auf. Wir als Piraten sind seinerzeit gegen die Politikverdrossenheit angetreten. Und wissen Sie was? Politikverdrossenheit und die Stärke der Populisten, die beginnt in einer verfallenden Schule. Wir erkennen natürlich an, dass es Bestrebungen gibt, mehr Lehrer einzustellen. Okay,
Aber alleine der Fakt, und das gilt übrigens im gleichen Maße für die Polizisten, das wurde vorhin auch schon erwähnt, allein der Fakt, dass in den letzten Jahren die Ausbildungskapazitäten dermaßen runtergefahren wurden, dass es quasi unmöglich ist, dass wir jetzt noch adäquates Personal finden, spricht doch Bände. Und es wird noch schlimmer, wenn wir uns dann an die Anhörung im Schulausschuss zur Mülheimer Erklärung erinnern. Da wurden 7000 neue Stellen gefordert. Wo finde ich die? Im Haushaltsentwurf. Neben Herrn Minister Jäger gibt es kaum eine Ministerin, die mehr in der Kritik steht, und zwar für all ihre Projekte, die sie zu verantworten hat, als die Schulministerin Silvia Löhrmann. Die Verbände steigen ihnen reihenweise aufs Dach, und alles, was sie darauf antworten, ist: Es wird alles noch ein bisschen dauern, wir müssen warten, das wird irgendwann greifen. Das geht in meinem Kopf nicht übereinander. Und überhaupt, diese Haltung, die die rot-grüne Landesregierung zu unseren Kindern hat, ich halte die für mehr als fragwürdig. Die Studie wurde vorhin angesprochen, 30% der Kinder, aller Kinder in Oberhausen, in Essen, in Dortmund wachsen in Armut auf. 40% aller Kinder in Gelsenkirchen. Trauriger Spitzenreiter. Und ich sage das noch in Worten zum Mitschreiben. 40% aller Kinder. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass hier eine Achse der Abgehängten mitten durch NRW läuft und eine SPD-Regierung sagt immer wieder, kein Kind zurücklassen, und jubelt das hoch. Das geht in meinem Kopf nicht übereinander. Und wie wir weiter hören durften, haben wir mittlerweile den Punkt erreicht in Deutschland, wo Armut vererbt wird. Jo, Sie hören da richtig. Wir hören ganz häufig, wie Millionen weitergegeben werden, wie Firmen weitergegeben werden, wie Reichtum weitergegeben wird, aber wir unterhalten uns viel zu selten und niemand spricht darüber, wie viel Armut in Deutschland inzwischen weitergegeben wird und auch da keine funktionierenden Ideen im Haushalt. Wir hatten die Forderung nach einem Kinderrechtsbeauftragten, nichts zu finden. Wir müssen dringend über die Kindergrundsicherung reden, aber auch hier nichts zu finden im vorliegenden Haushalt. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung. So kommen wir von der Kinderarmut weg. Und all das führt dazu, ich habe es gerade gesagt, dass in einzelnen Städten sich Stadtteile entwickeln, die sind abgehängt. Völlig skurril ist es dann, wenn ich wie letztens auf WDR 1 live hören muss morgens, dass Essen doch das neue Düsseldorf sei. Mein Problem ist, wenn die Politik und die Medien immer nur durch Rüttenscheid wandern und die Sonnenseite darstellen, anstatt in Katernberg, in Karnap oder in Krai sich den immensen Problemen zu stellen, dann werden wir die Menschen da auf Jahrzehnte verlieren, und das ist jetzt schon fast der Fall, und da habe ich Angst vor, denn da ist die Brutstätte für die sogenannte Alternative. Es wird immer so viel über den gelungenen Strukturwandel geredet im Ruhrgebiet. Aber dann gucken wir doch mal auf die Lage von RWE, von E.ON, von STEAG. Die sind alle in Essen angesiedelt. Und die haben den Menschen mal Arbeit gegeben und Hoffnung und Identität. Diese Unternehmen machen oder beschäftigen sich mit Energieerzeugung. Und die erleben gerade alle den totalen Absturz. Und die Politik verschließt die Augen davor, dass die Konzerne einfach ein Geschäftsmodell haben, das ist aus dem letzten Jahrtausend. Und das lässt sich auch nicht retten. Aber was macht die Landesregierung? Minister Dün fährt von Essen nach Berlin und bremst die Energiewende aus. Die Braunkohle ist plötzlich systemrelevant. Also das habe ich zuletzt von Banken gehört. Und wo das hingeführt hat, das wissen wir ja nun alle. Und noch absurder wird es, wenn wir über die Wirtschaft sprechen. Denn statt sich voll und ganz dem Thema der Zukunft zu widmen und sich da drauf zu stürzen, mit einem Pflichtfach Informatik endlich neue kluge Köpfe auszubilden, mit neuen digitalen Geschäftsmodellen durchzustarten, da versuchen Sie in sogenannten Hubs den Mittelstand zu retten, und zwar vor kompletter Bedeutungslosigkeit. Und dann schwenken Sie plötzlich, im Januar 2014 hieß es noch NRW 4.0, olé, da schwenken Sie wieder um. Und jetzt wollen Sie wieder die Reindustrialisierung Nordrhein-Westfalens. Nordrhein-Westfalen soll Stahlstandort sein. Mit allem Respekt, dass wir Glasfaser statt Kupfer brauchen für die digitale Revolution,
das scheint in Ihren Köpfen auch nicht übereinander zu gehen. Und ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass Sie sprichwörtlich auf der Leitung stehen und anscheinend auf Kupferkabel und nicht auf Glasfaser. Wir brauchen nicht tausend sich immer wiederholende Anträge wie jetzt der CDU-Antrag, die Aktuelle Stunde morgen. So gut ich das finde, unser Thema, super, werden wir einiges zu sagen können. Aber wenn man einmal eine Richtungsentscheidung getroffen hat, dann haben wir uns hier in die Debatte eingemischt. Und dann haben wir klare Vorstellungen unterbreitet, wie soll denn zum Beispiel so ein Glasfaserausbau in NRW aussehen. Und heute muss ich meinen Eltern in Essen erklären, und die wohnen nicht im Randgebiet, sondern mitten im Zentrum, im Stadtteilzentrum, warum die zu Hause nur 6 Mbit haben und warum es plötzlich Probleme gibt mit deren Internet, wenn mein Sohn Netflix guckt und ich Updates auf dem Handy meiner Mutter machen will. Also das ist absurd und das ist peinlich, denn bis zu 50 Mbit sind noch lange nicht 50 Mbit. Und ganz traurig werde ich dann, wenn ich sehe, dass das schnelle Internet in absehbarer Zeit da gar nicht ankommen wird, denn der Ausbau ist angeblich abgeschlossen. Und apropos meine Eltern, mein Sohn, wir haben einen riesigen Konflikt in diesem Land und da finde ich schade, dass ihn niemand ausspricht. Wir haben einen riesigen Konflikt in unserer Zeit und das ist der Verteilungskampf zwischen der jungen und der alten Generation. Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland wird regiert von alten Politikern. Die machen in erster Linie Politik für alte Wähler und für alte Parteimitglieder. Und ja, jetzt sagen Sie, oh, und ich sage Ihnen, bei der Bundestagswahl 2013 hat die Generation 60 plus 21,3 Millionen Wähler gestellt und das waren mehr als doppelt so viele Wähler wie die Generation unter 30. Das waren nämlich nur 9,8 Millionen Wahlberechtigte. Das ist nur noch knapp ein Sechstel aller Wahlberechtigten. Und bei der nächsten Wahl in Nordrhein-Westfalen und auch bei der nächsten Bundestagswahl, da werden aufgrund des fortschreitenden demografischen Wandels mehrheitlich die Wähler über 55 Jahre den Ausgang der Wahl entscheiden. Zumal, und auch das gehört so weit dazu, ältere Wähler nun mal eine höhere Wahlbeteiligung aufweisen als junge Menschen. Und sobald man hier versucht, progressiv etwas voranzubringen und dieses Ungleichgewicht irgendwie auszugleichen, und Rot-Grün sind den Weg lange mitgegangen, da wird man hier plötzlich ausgebremst. Dann gibt es plötzlich keine Änderung, denn es gibt hier kein Wahlalter ab 16 und schon wieder blockieren Rentnerparteien die jungen Menschen in diesem Land. Wir treiben damit die politische Marginalisierung der jungen Leute auf die Spitze. Deutschland wird so zu einer Rentnerrepublik. In etablierten, strukturkonservativen Parteien wird immer mehr Politik für die Generation 60 plus gemacht. Ich kann das verstehen, da sitzen die Wähler, gar kein Problem. Aber wenn man auf dem Rücken der jungen Menschen Rentengeschenke verteilt und die Rentenbeiträge in die Höhe schießen und Wahlgeschenke gemacht werden, aber die junge Generation, die sitzt in prekären, in schlecht entlohnten, in befristeten Beschäftigungsverhältnissen, dann haben wir ein Problem. Die junge Generation von heute, die wird die erste Generation seit langem sein, denen es schlechter geht als ihren Eltern. Der soziale Aufstieg, das Gründungsversprechen unserer Republik, das Gründungsversprechen der sozialen Marktwirtschaft ist gescheitert. Und damit haben wir ein riesiges Problem vor der Tür. Diese jungen Menschen, die in den prekären Beschäftigungsverhältnissen sitzen, die werden nicht mehr für ihre Rente vorsorgen können, weder privat noch in der staatlichen Rentenkasse. Die schaffen es nicht mehr, den Generationenvertrag zum Generationenvertrag beizutragen. Und auch das scheint in ihren Köpfen nicht übereinander zu gehen. Wichtige Zukunftsinvestitionen werden unterlassen. Und Ökonomen sagen uns, je älter die Gesellschaften werden, desto weniger wird investiert. Die Infrastruktur zerbröckelt, kann man draußen sehen. Die jungen Menschen sitzen in heruntergekommenen Schulen, kann man draußen sehen. Wir haben viel zu große Klassen und die sind auch noch unterfinanziert. Und da brauche ich gar nicht von den Universitäten reden. Die jungen Menschen werden von der Politik durch ein G8-Turbo-Abi gejagt, um das Geld einzusparen, was man dann wieder in die Rentenkasse steckt, weil die jungen Menschen nicht genug Geld verdienen, den Generationenvertrag einzuhalten. Und die Pensionslasten, Milliarden Pensionslasten für Beamte, das hängt wie ein Betonschuh an den Füßen der jungen Generation und das Wasser, das steigt und steigt und steigt. Und ich brauche nicht viel Mut zu wagen, an diesem Punkt die Landtagspräsidentin doch zu zitieren und zu sagen, man muss Scheiße nennen, was Scheiße ist.
Herr Kollege, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass dieser Begriff nicht parlamentarisch ist. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Landtagspräsidentin diesen Begriff außerhalb des Parlaments gebraucht hat. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man den außerhalb des Parlaments gebraucht oder während einer Rede im Hohen Haus. Gut, wiederholen wir gleich nochmal. Vielleicht. Gut, das Problem ist, die jungen Menschen sagen das. Und das hier aus dem Parlament rauszuhalten und zu sagen, wir wollen einfach nicht hören, wie schlecht es euch geht und wir wollen einfach nichts von euren Sorgen und Nöten hören, ist genau das, was ich auf den letzten anderthalb Seiten stehen hatte und Ihnen hier vorgetragen habe. Das ist das Problem. Anstatt die Zukunft zu gestalten, wird einfach nur verwaltet. Das ist der Punkt. Die Digitalisierung wird einfach verschlafen und in den Altparteien sitzen Zukunftsverweigerer, die sagen, ach, es wird schon irgendwie weitergehen. Dann stagnieren wir. Und wir haben ein bisschen Kulturpessimismus und Technikfeindlichkeit und das führt alles zu Überforderung. Denn wenn die Mehrzahl der Wähler die Zukunft nicht mehr erleben wird, warum sollte ich dann noch in diese Zukunft investieren? Und das sagen uns die Ökonomen. Und bei 542.000 Kindern im Land unter 18, die in Armut leben, da wirkt einfach ein Kein-Kind-Zurücklassen und die gleichzeitige Ignoranz wie blanker Hohn. Wir Piraten, wir haben als Partei jedes Jahr aufs Neue beantragt, die Mittel des Kinder- und Jugendförderplans zu erhöhen. Und stattdessen wurde zwischendurch nicht mal das Geld ausgegeben, sondern ist zurückgeflossen in den Landtag, in den Landeshaushalt, Entschuldigung, weil da kann man ja sparen und das ist gut und sparen ist immer gut. Jetzt würde ich gerne ein Wort sagen, das ich nicht sagen darf. Die gegenwärtige Politik, die nimmt den jungen Menschen ihre Zukunft. Und keine andere Partei spricht hier und auch der Haushalt spricht nicht über den Konflikt zwischen Jung und Alt, das wird nicht ehrlich benannt. Keine andere Partei hier im Landtag will konsequent der politische Anwalt für die junge Generation in Deutschland sein und hier in Nordrhein-Westfalen. Wir Piraten, wir sind die Partei, die sich entscheiden würde, immer für die Interessen der jüngeren Menschen und im Zweifel auch, so leid es mir tut, gegen die Interessen der Älteren. Wir setzen uns einfach ein für eine zukunftsorientierte Politik, denn davon hat jeder was. Wir Piraten, wir wollen das Wort Zukunft wieder positiv besetzen. Und ich habe ein riesiges Problem. Ich habe ein riesiges Problem, und das sage ich hier ganz offen, mit Ihnen und mit Ihrer Politik. Die ist von gestern für die Probleme von morgen. Und dann kommt diese Alternative und die hat Lösungen von vorgestern für die Probleme von morgen. Und das kann es nicht sein. Wir brauchen Lösungen von morgen, wir brauchen Lösungen für übermorgen. Wie sieht die Bildung der Zukunft aus? Ich will Zukunft positiv besetzen. Wie sieht das aus? Was möchten wir machen? Die Lebens- und die Arbeitswelt ist immer mehr geprägt von Informationstechnologie. Und um diese Informationstechnologie zu verstehen, um das aktiv mitzugestalten, da braucht man Kenntnisse der Informatik. Ich wiederhole das jetzt ein bisschen, aber Sie wollen es ja nicht hören. Wir Piraten haben daher mit umfassenden Anträgen die Einführung des Pflichtfachs Informatik an allen Schulformen gefordert. Und um das nochmal klarzustellen, wir reden nicht vom Programmieren. Wir reden von digitaler Medienbildung und informatischen Grundkenntnissen. Wir wollen, dass die Schüler fit sind für die Zukunft. Denn in Zeiten der digitalen Revolution gewinnen diese Kenntnisse immer mehr an Bedeutung. Und wenn wir das ignorieren, dann werden wir abgehängt. Und dafür haben wir hier im Land ganz konkret Verantwortung. Und es gibt ja an sich begrüßenswerte Reformen. Ich will das gar nicht verschweigen. Aber die schulische Inklusion, die wird in einer Art und Weise verhunzt, dass die Schulträger und Lehrergewerkschaften immer wieder kommen müssen und immer wieder kritisieren müssen. Und sie warnen einfach vor einem Scheitern. Da wird unbeirrt am Turbo-Abi festgehalten. Wir brauchen keine Nebelkerzen, Frau Ministerin Löhrmann. Wir brauchen klipp und klar eine Rückkehr zu G9. Das wollen über 80% der Menschen in diesem Land. Und das müssen wir endlich umsetzen. Und wenn wir das nicht tun, und ich zitiere nochmal die Präsidentin. Wir Erwachsenen versündigen uns an den Schülerinnen und Schülern. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht zurückgehen zu G9, wenn wir nicht darauf drängen, dass die Schüler in einem vernünftigen Tempo lernen können, dann versündigen wir uns an den Schülerinnen und Schülern dieses Landes.
Wir wollen eine Reduzierung der Klassenstärke. Wir wollen Doppelbesetzung. Wir wollen eine massive Erhöhung des Bildungsetats. Ich habe in einem Interview gesagt, verdoppeln wir ihn. Ja, dann verdoppeln wir ihn, wenn es nötig sein muss. Und ja, das kostet Geld. Und ja, man muss dafür Schulden aufnehmen. Vielleicht sehr viele Schulden aufnehmen. Und die Schuldenbremse wird dann nicht gehalten. Ja, dann brauchen wir einen Ausnahmetatbestand in der Schuldenbremse. Bildung ist so wichtig. Das kostet richtig viel Geld. Aber die Zukunft unseres Landes muss uns das wert sein. Und damit können wir auch. Ich habe gestern Abend noch ein Gespräch geführt und ich habe diese Angst mit rausgehört. Was machen wir denn mit den Leuten, die sagen, es wird immer nur Geld in die Geflüchteten gesteckt? Damit können wir auch diesen Menschen sagen, nein, so ist es nicht. Seht her, wir haben, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, zwischen 2015 und 2017 haben wir den Bildungsetat um 3 Milliarden Euro erhöht. Und in derselben Zeit haben wir 3 Milliarden Euro für Flüchtlinge ausgegeben. Es ist nicht so, dass wir immer nur die Geflüchteten bedenken, sondern von dem, was wir da ausgeben, haben alle Menschen was. Und das müssen wir wiederholen und damit müssen wir die Argumente der Alternative entkräften. Und wissen Sie was? Und wissen Sie was, um das mal umzudrehen, Frau Kraft? Ein Pflichtfach Informatik, eine vernünftige Ausstattung der Schulen, kleinere Klassen, eine vernünftig finanzierte Inklusion, das geht in meinem Kopf sehr gut zusammen. Früher sind Wirtschaftsmetropolen an den großen Flüssen der Welt und an wichtigen Wegkreuzungen entstanden. Heute braucht die Wirtschaft vor allen Dingen den Anschluss ans globale Datennetz. Dieses schnelle Internet ist heutzutage kein Luxus mehr. Es ist die Grundlage. Es ist die Grundlage für eine moderne, für eine vernetzte, für eine Informations- und Wissensgesellschaft, auf die wir zusteuern. Die Datenmengen wachsen nun mal, und das zeigen alle Untersuchungen, jedes Jahr exponentiell. Und nur mit einem Hochgeschwindigkeits-Highspeed-Zugang zum Internet, da können die Unternehmen dann wirklich noch mithalten und können in der wachsenden digitalen Wertschöpfungswelt sich behaupten. Nur mit diesem schnellen Internet können Arbeitnehmer und können Selbstständige von zu Hause aus an komplexen Produkten mitarbeiten. Ein schnelles und freies Internet, das ist die Basis für vieles von dem, was in unserer heutigen und der zukünftigen Gesellschaft passiert und in der Wirtschaft passiert. Es gibt nur ein Problem. Wir brauchen diese Infrastruktur. Wir haben diese Kupferkabel. Technikstandard aus dem letzten Jahrtausend. Wir müssen diese Kabel ersetzen durch Glasfaserleitungen, auch wenn Sie es langsam nicht mehr hören wollen. Und es geht alles viel zu langsam. Die Zukunft in dem Bereich ist jetzt und nicht erst in den nächsten 10 Landeshaushalten. Und wenn Schleswig-Holstein es schafft, die haben vor 3 Jahren eine Glasfaserstrategie aufgesetzt und die haben fast ein Viertel ihrer Haushalte schon versorgt mit Glasfaser-Highspeed-Internet. Und wir liegen, Herr Finanzminister Walter Borjans hat ja gerade gesagt, wir wären an der Spitze, ja, vielleicht von der absoluten Zahl, aber Nordrhein-Westfalen liegt bei 7%. Und dann können wir hier nicht weiter Däumchen drehen und können sagen, das wird schon und wir haben jetzt mal 1 Milliarde reingesteckt. Nein, wir müssen jetzt sehr, sehr konzentriert uns auf diesen Bereich fokussieren, denn das ist die Zukunft. Wir wollen doch eine neue Gründerkultur. Wir wollen doch die Start-ups hier haben. Dann brauchen wir flächendeckend Glasfaser, und zwar dezentral. Dezentral in kommunaler Hand, in Bürgerhand. Und wir haben diese Forderung immer und immer und immer und immer wieder hier gestellt. Wir haben Haushaltsänderungsanträge gestellt und so weiter. Wissen Sie, auch das geht in meinem Kopf übereinander. Flächendeckender Glasfaserausbau, schnelles, freies Internet, Gründerkultur und Start-ups. Und da müssen wir hinkommen. Sie wollen das Energieland der Zukunft sein. Aber wie wird man das Energieland der Zukunft? Also mit dem Festhalten an Braunkohle und den alten Kraftwerksdinos auf jeden Fall schon mal nicht. Wir müssen den dreckigen rheinischen Tagebau endlich perspektivisch schließen. Wir brauchen eine gesetzliche Regelung für den schnellen Kohleausstieg hier in diesem Land. Und genau das blockieren Sie hier mit Ihrer von uns gerne sogenannten Kraft-Kohle-Koalition. Denn ganz ehrlich, die wahren Klimaschützer, die sitzen schon lange in den Klimacamps und schon lange nicht mehr hier in den Reihen der Grünen im Parlament. Mit dem Beschluss zur Verkleinerung von Garzweiler II rühmen sich die Grünen. Wir haben den Einstieg in den Ausstieg geschafft.
So, jetzt kommen wir zur Wahrheit. Sie wissen genauso gut wie wir, die Kraftwerke verbrauchen einfach weniger Kohle. Das ist Fakt. Und wenn Sie jetzt versuchen, hier billig vor den Wahlen dem eigenen Klientel so Wahlgeschenke zu machen, dann wird das nach hinten losgehen, denn die wahren Klimaschützer, die haben Sie längst als Wähler verloren. Die wissen das nämlich auch. Und die ganz große Fluchtbewegung, die ganz große Fluchtbewegung, wo wir vorhin bei Flüchtlingen waren, die wird noch kommen. Die wird noch kommen, weil dieser Klimawandel zerstört die Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen. Und dann gibt es, liebe CDU, keine sicheren Herkunftsländer mehr, in die wir Leute wieder abschieben können. Das gehört zur Wahrheit eben auch dazu. Wir müssen in die Zukunft denken, und da ist die Zeit der großen Energieversorger vorbei. Wir müssen die fossilen Kraftwerke stilllegen, und das war das Ziel der Energiewende. Und heute und hier versucht man, RWE, E.ON und Co. leider immer noch zu retten. Dabei hätten wir die Möglichkeit, mit der Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen auf kleine, auf dezentrale Kraftwerke zu setzen. Wir könnten die Versorgungssicherheit garantieren. Jeder Bürger könnte sich hier aktiv an der Energiewende beteiligen. Ob er nun ein konsumierender Produzent ist, der selber Strom produziert, oder ob er Mitglied einer Genossenschaft wird für Bürgerenergie. Durch diese dezentrale Energiegewinnung wird außerdem die Wertschöpfung in den Kommunen bleiben. Die Gewinne aus den Beteiligungen von den Braunkohlekraftwerken und den Kohlekraftwerken und E.ON und STEAG und RWE, das fällt alles weg demnächst. Und wie schaffen wir es, dass wir dieses kompensieren? Wir müssen den Handlungsspielraum, den finanziellen, der Kommunen an dem Punkt angreifen. Und das könnte man mit diesen dezentralen Kraftwerken kommunal in Bürgerhand durchaus vergrößern. Und zwar langfristig. Nicht sofort, aber langfristig. Und das geht für mich übereinander. Nächste Frage. Wie schaffen wir denn zukünftig soziale und digitale Teilhabe? Die heutige Arbeitsgesellschaft, die fordert einen hohen Preis. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, vor allem in den Ballungsräumen. Wir haben eine hohe soziale Ungleichheit. Wir haben prekäre Arbeitsbedingungen, schlechte Arbeitsbedingungen. Wer nicht arbeitet, wird ausgegrenzt. Und neben dieser sozialen Spaltung droht jetzt auch noch die digitale Spaltung. Denn ob der Roboter oder der Algorithmus kommt, immer mehr Arbeitsplätze werden automatisiert. Und dabei basieren weite Teile unserer sozialen Sicherungssysteme auf Lohnarbeit. Und das kann in Zukunft so nicht weitergehen. Abzusehen ist heute schon, dass in der Phase des Übergangs in diese durchdigitalisierte Lebenswirklichkeit, dass ein Drittel aller herkömmlichen heutigen Arbeitsplätze wegfällt. Da muss man keine Leute nachqualifizieren. Die Arbeitsplätze, die schichten sich nicht um, die sind dann weg. Und das betrifft nicht nur die Beschäftigten mit irgendwie simplen manuellen Tätigkeiten, sondern vor allen Dingen die, die höher qualifiziert sind und hochqualifiziert sind, die mit dem Kopf denken, denn der Computer ersetzt den Kopf und nicht die Hand. Und wir brauchen eine Antwort. Wir brauchen eine Antwort auf diese Entwicklung, bevor die Gesellschaft noch weiter oder vollständig auseinanderbricht. Denn auf der einen Seite haben wir diese Schere, die immer weiter aufgeht bei der Verteilung von Einkommen. Und auf der anderen Seite wird es doch in Zukunft darum gehen, wie schaffen wir es denn, diese Effizienzsteigerung durch die Digitalisierung sinnvoll, und zwar zum Wohle aller und nicht Einzelner, einzusetzen. Und als einzige Partei in diesem Landtag fordern wir Piraten daher die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens, um jedem Menschen in Deutschland ein menschenwürdiges und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die moderne Gesellschaft, automatisierte, vor allen Dingen immer höher qualifizierte Arbeitsplätze, soziale und digitale Gerechtigkeit und Teilhabe und das bedingungslose Grundeinkommen, das geht für mich sehr gut übereinander. Wie kann eine humane Flüchtlingsaufnahme oder eine Integration in Zukunft aussehen? Eine der wichtigsten Fragen, die wir haben, und wir alle wissen warum. Und da kommen wir zu dem Bereich, in dem die Landesregierung in den letzten Jahren leider nur gefailt hat. Anders kann man das nicht sagen. Die nordrhein-westfälische Flüchtlingspolitik und die Aufnahme ist eine Dauerbaustelle und eigentlich ein einziger Skandal. Und da kann man drüber lachen, aber ich sage einfach, mehr Schande als in diesem Bereich geht einfach nicht. Die Misshandlungsvorfälle in den Landesunterkünften 2014,
Die waren weltweit auf den Titelseiten. Das kann man doch nicht totschweigen oder drüber lachen. Und seien wir ehrlich, da hätten schon personelle Konsequenzen folgen müssen. Herr Jäger, Sie können es nicht mehr hören, aber Sie hätten gehen müssen. Und ich wiederhole von damals meine Forderung. Herr Jäger, Sie müssen weg. Denn so geht es nicht weiter. Wir Piraten haben seit 2012 regelmäßig hier gefragt, wie sieht es denn aus mit den Aufnahmeeinrichtungen? Und noch zwei Wochen vor der Aufdeckung des Skandals in Burbach haben Sie gesagt, alles gar kein Problem, alles ist gut. Und entweder Sie wissen nicht, was in Ihren Landeseinrichtungen los ist, oder Sie haben das Parlament an dem Punkt einfach glatt belogen. Und wenn ich die Lage der Geflüchteten in NRW in den Jahren 2012 bis heute Revue passieren lasse, 2012 im September, da gab es 4 Landesunterkünfte und da gab es die ersten Berichte dazu, das System bricht zusammen. 2013 haben wir hier im Landtag auf unsere Veranlassung hin eine Diskussion gehabt zum Thema Neukonzeptionierung der Flüchtlingsaufnahme. Dann haben wir diskutiert, nur leider ohne Konsequenzen. Bis zur Aufdeckung des Misshandlungsskandals in Burbach im September 2014 war hier immer nur: Bitte weitergehen, bleiben Sie nicht stehen, hier gibt es nichts zu sehen, wir haben keinen Handlungsbedarf. Die Kommunen haben jahrelang zu wenig Geld bekommen für die Versorgung der steigenden Zahl an Geflüchteten. Die sind abgespeist worden. Die Betreuung ist nicht an die Bedarfe angepasst worden. Die Landesaufnahmen waren überbelegt und es gab keinerlei Standards und niemand hat die Verantwortung übernommen. Kein Handlungsbedarf. Bis zum Skandal in Burbach, Bad Berleburg, Essen. Sie erinnern sich. Und danach gab es Gipfel. Gipfel, die sind immer gut, Gipfel und runde Tische, das kann die Landesregierung besonders gut. Da gab es einen Gipfel und der hat Standards festgelegt für die Landeseinrichtungen. Der hat Standards festgelegt für Sicherheitsleute, hat Geld beschlossen für psychische, soziale, medizinische Betreuung. Da wurden Eckpunkte festgelegt. Nach Burbach wurden einige unserer Forderungen übernommen. Gut, aber es geht ja weiter. Es gibt Forderungen, die stehen immer noch im Raum. Die Forderung nach dezentraler Unterbringung zum Beispiel, mehr Mitteln für die Integration. Da wird jetzt was in die Hand genommen, aber es ist immer noch viel, viel zu wenig. Wenn wir noch mehr Mittel fordern, wird das abgebügelt. Es reicht. Es gibt nichts zu sehen. Nicht die Aufnahme der Flüchtlinge oder ihre Integration hier kostet so richtig viel Geld, sondern die Versäumnisse der Landesregierung. Und allein schon wieder letzte Woche die kleine Anfrage der Kollegin Brandt, die gefragt hat, wie geht es eigentlich mit Kindern und Frauen in den Einrichtungen. Und die Recherchen und die Aufdeckung über Olpe und über Burbach, die zeigen, das Problem sind nicht einzelne Unterkünfte. Das Problem ist, dass wir ein strukturelles Versagen der Kontrolle und ein Behördenversagen dieser Landesregierung hier haben. Wir müssen die Flüchtlinge dezentral unterbringen, und zwar nicht nur in Essen, sondern in allen 395 Kommunen, sonst auch noch in Nordrhein-Westfalen. Nur durch das gemeinsame Zusammenleben im Quartier kann die Gesellschaft Neuankommende integrieren. Nur durch dieses Zusammenleben kann die soziale Isolation und auch die Stigmatisierung von Flüchtlingen, das sind die da drüben in dieser Halle, das kann beendet werden. Und nur durch dieses Zusammenleben kann die Akzeptanz seitens der ansässigen Einwohnerinnen und Einwohner erhöht werden. Und auch hier gilt eins, die Digitalisierung bietet uns auch hier eine Chance. Und zwar, dass Geflüchtete, dass die Zivilgesellschaft, dass Behörden leichter in Kontakt treten können, dass zahlreiche Angebote im Bereich der digitalen Flüchtlingshilfe von Apps bis zu Sprachlernangeboten angeboten werden, dass wir Empowerment-Konzepte machen, wo Flüchtlinge Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Das alles müssen wir bündeln, das alles muss diese Landesregierung bündeln und verbessert auf einer Plattform zur Verfügung stellen. Für mich geht eine humane Flüchtlingspolitik, die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten, verbindliche Standards, Empowerment, das geht für mich gut übereinander. Aber was machen wir daraus jetzt für die Zukunft? Denn eins ist klar, CDU, FDP und Regierung geht in meinem Kopf nicht übereinander. So viel steht fest. Wir haben immer wieder Lösungen vorgeschlagen, damit wir die Probleme von heute nicht mit den Lösungen von gestern oder vorgestern angehen müssen. Denn wir müssen die Zukunft gestalten, wir müssen das Wort Zukunft positiv besetzen. Sie haben noch Zeit, bis Mai zu regieren. Ich rufe Sie auf, bitte, bitte handeln Sie.
Arbeiten Sie mit dem Parlament zusammen, nehmen Sie Hilfestellung an, machen Sie das, was Sie damals gesagt haben, die Politik der offenen Hand. Ein Weiter-so darf es einfach nicht geben. Wenn Sie das nicht machen, dann holen Sie und jeder Einzelne, der einem solchen Haushalt zustimmt, die Alternative hier ins Haus. Und zwar eine Alternative, die wir alle, glaube ich, nicht wollen. Zeigen Sie, dass Demokratie funktionieren kann, und zeigen Sie, dass der Diskurs funktioniert. Denn wenn das Wort Zukunft wieder mit Zuversicht verbunden wird, statt mit Angst, das wäre die richtige Alternative für dieses Land. Vielen Dank, Herr